Hallo, du liebe Seele. Ich bin gerade in meiner Mittagspause mit Luna unterwegs. Hier bei uns im Wienerwald. Ja, ich komme gerade aus meiner Praxis und durfte heute wieder eine ganz zauberhafte Klientin begleiten. Und ich habe mir gedacht, ich lasse dir mal ein paar Gedanken aus meinem eigenen Erfahrungs- und Praxiserleben da. Und zwar, vielleicht kennst du auch von dir diesen Gedanken, warum ging da nichts weiter? Und jetzt war ich eh schon dreimal in der Sitzung und immer noch reden wir nur und eigentlich macht das überhaupt keinen Spaß und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich schon was verändert hat und irgendwie bin ich schon genervt ein bisschen. Ja, wie gesagt, vielleicht kennst du das und da möchte ich dir gerne aus meiner Erfahrung dazu sagen, alles braucht seine Zeit. Auch wenn wir es noch so sehr uns wünschen, dass wir endlich durch sind durch diesen Prozess. Dass es uns wieder gut geht, dass wir frei von diesen quälenden Gefühlen oder Gedanken sind oder möglicherweise auch von irgendwelchen Flashbacks, die dann entsprechendes in uns auslösen. Und ich will dir sagen, dass du es damals am Höhepunkt eines Ereignisses, einer Lebensphase so erlebt hast, dass du irgendwann einmal einen Schlussstrich gezogen hast oder die Entscheidung getroffen hast, dass du mit etwas oder jemanden ein Ende machst, also etwas beendest. Das hat gebraucht. Und zwar, da sind viele Erfahrungen in der Zwischenzeit gemacht worden. Und zwar nicht nur auf deiner Verstandesebene, auch auf der körperlichen Ebene und auch auf deiner seelischen Ebene. Und weißt du, wenn wir davon ausgehen, und davon gehe ich immer aus, bei jedem Menschen, dass es einen unversehrten, einen heiligen, heilsamen Ort in uns gibt. Und bis wir den wieder integrieren können nach all dem, was uns da widerfahren ist, was wir so als furchtbar oder schlimm erlebt haben, sodass wir eben diese Trennung gemacht haben, braucht es seine Zeit, auch auf deinem Heilungsweg. Also vor allem dein Körperbewusstsein braucht Zeit, denn dein Körper hat all das miterlebt, was du, ja, als so schlimm oder unangenehm oder respektlos oder verletzend empfunden hast. Und weißt du, wenn du heute operiert wirst, dann wird es nach 3 Physiotherapiestunden oder Massagestunden oder Heilstunden oder was auch immer jetzt auch nicht gut sein, weil es seine Zeit braucht. Und da kommt wieder dieses Thema der Geduld. Wie sehr geht uns dieses Thema manchmal schon richtig am Geist, nicht? Aber das ist das, was wir wirklich lernen dürfen, dass jeder Prozess seine Zeit braucht und dass gerade auch in der Prozessarbeit, egal ob da nur Gesprächsbegleitung praktiziert wird oder Körperarbeit oder energetische Arbeit, dass es am Anfang oftmals in den ersten Stunden mehr vielleicht gesprochen wird, sodass dein Begleiter oder deine Begleiterin
oder Therapeut, Therapeutin überhaupt mal erfassen kann, mit welchen Erfahrungen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Prozessen und Dynamiken wir es überhaupt hier in unserem Miteinander aufarbeiten, es zu tun haben. Und das braucht Zeit. In der Prozessarbeit geht es ganz viel darum, um dieses Verständnis, dass wir auch Schmerzliches, in welcher Form auch immer, wir nicht einfach aus unserem Leben wegschneiden, auch rauslösen können. Es geht um Integration. Dazu habe ich ein Video auch gemacht auf meinem YouTube-Kanal Mondhütte. Vielleicht möchtest du es dir mal anschauen. Es wird kommenden Samstag rauskommen, gleich in der Früh. Ab 6 Uhr kannst du es dir bereits anschauen. Und es ist gerade so zauberhaft hier in diesen frühlingshaften Energien zu wandern, zu lauschen. Ja, vielleicht möchtest du es dir anschauen, um einfach noch ein besseres Gefühl für deinen eigenen Prozess zu bekommen, um ein Verständnis zu haben und da vielleicht auch dadurch deine Geduld aufbauen kannst, dass ja, Prozesse ihren eigenen Lauf haben, also im Sinne von ihren eigenen Rhythmus haben, für das, was es alles dann auch braucht, sodass es sich dann irgendwann, und dieser Moment wird sich einstellen, wenn du dir diese Geduld gibst, dass Frieden in dir einkehrt, dass diese schmerzlichen Gefühle oder diese schmerzlichen und verwirrenden Gedanken sich dann endlich lösen können. So, ich gehe jetzt weiter meinen Weg hier mit meiner Luna Maus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hab's gut. Und ja, du weißt ja schon, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, wenn es dich ruft, warte nicht länger, leide nicht. Wir müssen nicht leiden hier in diesem Leben. Und wir können so viel für unsere Prozesse, wo es in Richtung Heilung gehen darf, mit bewirken. Ja, mach's gut. Tschüss.